Hi, hier ist wieder der Fabi von Hippocampus. Heute mit Teil 2 zu den Dermatomen. Falls du unser erstes Video zu den Dermatomen noch nicht gesehen hast, dann schau es dir gerne noch an. Im ersten Video ging es eben um die zervikalen und thorakalen Dermatome. Und in diesem Video wird es darum gehen, wie du dir mit Hilfe von Eselsbrücken die lumbalen und sakralen Dermatome ganz einfach und langfristig einprägen und abspeichern kannst. Ja, im Folgenden wollen wir uns, wie gesagt, eben die lumbalen und sakralen Dermatome merken. Und weil es hierbei nicht ganz so intuitiv ist, wo welche Hautareale liegen, bei den zervikalen, was ganz klar, Hautareal im Bereich des Halses, thorakal eben Thorax, Brust- und Oberkörperbereich. Und ich möchte eben zwei kleine Tipps oder Merkhilfen mit an die Hand geben, wie du dir schon mal grob merken kannst, was jetzt lumbale Dermatome sein müssen und was eben sakrale Dermatome sind. Ja, die lumbalen Dermatome werden ja mit L abgekürzt und lumbal erinnert dich vielleicht an einen Lumpen. Lumbar klingt so ähnlich wie Lumpen. Ja, und im Folgenden könntest du dir jetzt vorstellen, wie du dir mit diesem Lumpen deinen vorderen Oberschenkel und dein Schienbein bis hin zum großen Zehen irgendwie säuberst und dich vielleicht wäscht. Ja, und so kannst du dir ganz einfach merken, dass die Hautareale vom vorderen Oberschenkel über Schienbein bis hin zum großen Zehen eben den lumbalen Dermatomen entsprechen, woran uns eben der Lumpen erinnern soll, mit dem wir uns eben unser Bein bis hin zum großen Zehen waschen. Ja, und für die sakralen Dermatome, die ja mit S abgekürzt werden, kannst du dir zum Beispiel eine Schlange vorstellen, die eben auch mit S beginnt oder vielleicht die Form von einem S hat. Ja, und so kannst du dir skurrilerweise vorstellen, auch hier wieder, je skurriler, je außergewöhnlicher, je komisch diese Bilder und kleinen Geschichten sind, umso besser kannst du dir sie merken, wie du dir vorstellst, wie eine Schlange aus deinem Anus herauskrabbelt, am Gesäß, an deinem hinteren Oberschenkel, über die Warte hinunter bis zur Ferse. Und dieses Hautareal entspricht eben den sakralen Dermatomen. Und so hast du schon mal die Einteilung ganz grob, wo befinden sich die sakralen und wo die lumbalen Dermatome. Auch hier kann ich dir jetzt wieder empfehlen, nimm vielleicht ein Lehrbuch, ein Bild, eine Grafik oder ein Anatomieatlas zur Hand und schau dir das wirklich nochmal parallel zu dem Video an, wo wirklich genau die einzelnen Areale verlaufen, weil dann prägt sich's auch nochmal besser ein, wenn du diesen visuellen Input hast. Also fangen wir mit dem ersten lumbalen Dermatom an, das L1-Dermatom, und das befindet sich in der Leistenregion, eben unter dem thorakalen TH12-Dermatom, direkt unten drunter. Also wie können wir uns jetzt das entsprechende Hautareal zum L1-Dermatom merken? Wie du vielleicht aus dem ersten Video zu den Dermatomen schon kennengelernt hast oder vielleicht noch weißt, haben wir für die 1 immer ein Gewehr. Ja, und du könntest dir jetzt vorstellen, wie du einen Gürtel um dir trägst an der Leistenregion, wo lauter Gewehre drin stecken. Und so kannst du eben dir gut merken, okay, die Leistenregion, die entspricht eben dem L1, dem lumbalen Dermatom L1. Ja, das L2 und L3 Dermatom brauche ich jetzt, glaube ich, dir nicht explizit erklären oder dir eine extra Eselsbrücke aufzuzeigen, denn ich denke, das ist selbsterklärend. Ich werde dir als nächste kleine Eselsbrücke ein Bild und eine Merkhilfe geben, wie du dir eben das Dermatom L4 merken kannst. Für L4, also für die 4, haben wir uns immer einen Stuhl überlegt. Ein Stuhl, der eben 4 Beine hat. Und du könntest dir jetzt vorstellen, weil du vielleicht vom Lernen nicht mehr sitzen kannst, du kniest dich einfach auf den Stuhl. Und so kannst du dir merken, weil du dich eben auf diesen Stuhl kniest, dass das Hauptareal, was eben dem L4-Dermatom entspricht, eben das Hautareal um die Knie herum ist. Und außerdem kannst du dir noch vorstellen, wie du einen Schmerz durch das lange Knien hast, der sich über dein Schienbein hin zum medialen Knöchel zieht. Und so kannst du dir noch merken, dass eben das Dermatom L4 im Hautareal rund ums Knie sich befindet und es zieht dann eben noch über das Schienbein hin zum medialen Knöchel. Und das ist eben dieser Bereich, den du dir zum Dermatom L4 einprägen sollst. Also zusammengefasst, das Dermatom L4 befindet sich um das Knie herum, was wir uns dadurch gemerkt haben, dass wir eben auf einem Stuhl knien und der Stuhl stand eben für die Zahl für L4. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber stell dir die Sachen, die einzelnen Bilder, die kleinen Szenen wirklich gut vor und am besten, das habe ich auch schon im ersten Video erwähnt, stell dir das wirklich an deinem eigenen Körper direkt vor, weil dann, wenn du selbst in diese Geschichten mit involviert bist, denkt sich dein Gehirn, okay, wenn ich das selbst irgendwie mit eine Rolle drin spielen in diesen kleinen Szenen und Geschichten, dann muss es irgendwie wichtig sein, weil ich ja da selbst irgendwie mitspiele und mit involviert bin. Also, gehen wir zum nächsten, zu L5, zum Dermatom L5. Auch hier wieder wollen wir uns natürlich erstmal die Ziffer einprägen und uns ein entsprechendes Bild dazu überlegen. Und wie du sicher schon aus dem vorgehenden Video weißt,
Für 5 überlegen wir uns immer oder nehmen immer das Bild der Hand her, weil eben unsere Hand 5 Finger hat. Und das entsprechende Hautareal bzw. Dermatom dazu ist eben im Bereich der lateralen Wade und zieht sich dann bis vor zum großen Zeh. Und hier könntest du dir vielleicht auch wieder vorstellen, wie du hast Sport gemacht und massierst dir mit der Hand, die eben für die 5 steht, deinen lateralen Waden und gehst vor bis an großen Zehen und massierst den großen Zehen und denkst, da ist irgendwas total komisch. Anstatt einem großen Zeh wächst vielleicht so eine kleine Hand raus mit 5 Fingern. Und das ist auch wieder sowas, ja, abstruses, skurriles, dass du es dir sehr gut merken kannst. Aber du wirst damit nie wieder vergessen, dass das lumbale Dermatom auch den großen Zehen mit beinhaltet. Also du merkst dir also mit der Hand, mit der wir die laterale Wade und unseren Zehen massieren, aus dem plötzlich eine kleine Hand mit 5 Fingern rauskommt, dass das L5-Dermatom sich an der lateralen Wade befindet und sich bis zum großen Zehen hin erstreckt. So, und jetzt als letztes noch zu den sakralen Dermatomen. Das S1, das Dermatom S1, befindet sich und fängt am Hautareal der hinteren Ferse an, erstreckt sich dann bis hoch an der hinteren Wade, am Oberschenkel bis zum Gesäß. Wie können wir uns das merken? S1, das S1-Dermatom, für die 1 können wir uns wieder das Gewehr vorstellen, das wir auch schon bei den anderen Dermatomen verwendet haben. Du könntest dir vorstellen, wie dieses Gewehr aus der Ferse herauskommt. Das tut auch irgendwie vielleicht komisch weh und denkst dir, hey, ich kann kaum laufen, weil da hinten irgendein komisches Gewehr hängt. Und du kannst dir vorstellen, wie dieses Gewehr einen Schuss abgibt und die Kugel entlang deiner hinteren Wade, Oberschenkel bis zum Gesäß hochflitzt und dir vielleicht einen Streifschuss verpasst. Und es kitzelt und tut vielleicht weh und so haben wir dann auch wieder die Emotionen dabei. Also stell dir vor, Gewehr, das eben für L1 steht und das entsprechende Hautareal zum Dermatom L1 ist eben die Ferse bis eben der hinteren Wade bis hoch zum Oberschenkel und dann bis hin zum Gesäß. Ja, das Hautareal vom Dermatom S2 beginnt an der hinteren Wade, zieht durch die Kniekehle und erstreckt sich dann auch bis hoch ans Gesäß. Wie können wir uns das merken? Für die 2 haben wir ja immer den Geier. Und du könntest dir vorstellen, wie der da hochläuft, vielleicht dir in die Kniekehle reinpickt und flattert dann bis hoch an den Po und pickt dir da vielleicht auch nochmal ordentlich rein. Und es tut weh und es kitzelt auch wieder. Und so kannst du dir merken, dass eben der Geier für L2, für das Dermatom L2 steht, der eben an der hinteren Wade losfliegt, dich in die Kniekehle piekst und dann hochfließt bis hoch zum Gesäß. Und ein Hautareal, das außerdem noch zum Dermatom S2 zählt, ist der Genitalbereich, zum Beispiel beim Mann eben der Penis. Als nächstes kommt dann eben noch das S3 und S4 Dermatom. Für das Dermatom S3 und S4 brauchst du dir eigentlich nicht nochmal eine extra Merkhilfe zu überlegen, weil das ist eigentlich auch wieder logisch, dass das S3 und S4 Dermatom einfach zwischen S2 und dem S5 Dermatom liegen muss. Und das letzte Dermatom, das S5 Dermatom, das werden wir jetzt im Folgenden als letztes noch besprechen. So, und wie merken wir uns jetzt das letzte Dermatom, das L5-Dermatom? Du weißt jetzt sicherlich, für die 5 nehmen wir immer die Hand her. Und du könntest dir jetzt vorstellen, wie du dir vielleicht den Po mit der Hand abputzt und abwischst. Und so kannst du dir merken, dass das Hautareal zum Dermatom L5 eben an der Analregion liegt. Ja, und noch ein kleiner Tipp am Ende. Falls du dir noch weitere Details zu den einzelnen Dermatomen einprägen möchtest, könntest du einfach das neue Wissen, was du noch eben damit dir merken möchtest, auch wieder in Bilder umwandeln. Und diese neuen Bilder kannst du dann mit den Bildern, die wir jetzt besprochen haben, verknüpfen und so die Geschichten noch ein bisschen ausbauen und kannst dir dann noch weitere Details und Wissen damit merken und einprägen. Ja, und falls du dir auch noch die ganzen Kennmuskeln zu den einzelnen Spinalnerven einprägen möchtest, dann schau gerne mal auf unserer Homepage vorbei, beziehungsweise in unser Lernpaket. Dort haben wir auch noch mal ein extra Video dazu gemacht, wo du eben lernen wirst, wie du dir auch die entsprechenden Kennmuskeln ganz einfach einprägen kannst. Ja, und falls du jetzt nicht nur Dermatome in der Anatomie lernen musst, sondern vielleicht auch, wie gerade schon angesprochen, den Plexus brachialis oder die Arteria femoralis oder die Arteria subclavia und so weiter, dann schau gerne mal in unser Lernpaket rein. Dort haben wir nämlich schon Merkvideos und Gedächtnispaläste für dich erstellt, wo du wirklich meistens schon mit einmaligem Anschauen dir die Fakten eingeprägt hast. Ja, und falls sich das gut anhört, wie gesagt, schau gerne mal in unser Lernpaket bzw. auf unsere Homepage vorbei oder schau dich hier auf unseren YouTube-Kanal um. Da haben wir eben, wie gesagt, schon ganz viele andere Merkvideos und Eselsbrücken für dich erstellt. Ja, ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Erfolg beim Anatomielernen. Ich bin mir sicher, die Dermatome, die wirst du jetzt nicht mehr so schnell vergessen. Und falls dir das Video gefallen hat, falls dir die Reihe Video 1, Video 2 zu den Dermatomen gefallen hat,
lass einen Daumen nach oben da. Das freut uns. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Falls du auch weitere Themenvorschläge hast, zu denen ich dir noch Videos oder Merkvideos aufnehmen soll, dann lass es gerne in den Kommentaren da. Ja, ich wünsche dir jetzt weiterhin noch viel Erfolg beim Anatomielernen. Schau dich gerne auf unserem YouTube-Kanal hier mal um. Wir haben zum Beispiel auch schon Gedächtnispaläste und Merkvideos zum Plexus brachialis, eines unserer beliebtesten Videos hier auf YouTube. Ja, und falls du sonst noch irgendwelche Themenvorschläge hast oder Wünsche, schreib es gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Mach's gut, ciao.